Sehr geehrter Herr Präsident, werte Mitglieder der Niederösterreichischen Landesregierung, liebe Kolleginnen und Kollegen, Hoher Landtag. Es ist ziemlich genau 15 Jahre her, dass ich wenige hundert Meter von hier zur Tauglichkeitsüberprüfung, zur Stellung antreten musste. Und es ist ungefähr 15 Jahre hin, dass unser Sohn Max einige hundert Meter von hier zur Tauglichkeitsüberprüfung zur Stellung antreten wird. Warum sage ich das mit einer solchen Bestimmtheit? Weil ich dessen sicher bin, meine Damen und Herren, dass es auch in 15 Jahren noch Wehrdienst und Zivildienst in Österreich geben wird, auch zu einem Zeitpunkt, wenn schon lange kein Verteidigungsminister Darabusch und kein Bundeskanzler Faymann mehr im Amt sein wird, wird es Wehrdienst und Zivildienst in Österreich geben. Denn alles andere, liebe Kolleginnen und Kollegen, wäre gelinde gesagt tragisch für Österreich und auch tragisch für unser Bundesland Niederösterreich. Denn Wehrdienst und Zivildienst sind wichtig für die Sicherheit in unserem Land, für den Katastrophenschutz, für die sozialen Dienste. Und die heutige Aktuelle Stunde könnte aktueller gar nicht sein, weil es erst wenige Tage zurückliegt, dass Verteidigungsminister Darabosch zum wiederholten Mal Planspiele präsentiert hat. Spielchen, die er ausgeheckt hat, um da oder dort darzustellen, was es alles bedeuten könnte, würde der Wehrdienst abgeschafft. Spielchen, die Millionen Euro an Geld kosten, aber bei den Kasernenstandorten nichts bringen, bei der Bundesheerreform nichts bringen und ganz konkret bei der täglichen Arbeit der Grundwehrdiener nichts bringen. Und wenn ich von der täglichen Arbeit der Grundwehrdiener spreche, dann ist es ja selbstverständlich, dass das Bundesheer reformiert werden muss. Und wenn sich unser Sohn Max einmal entscheidet, ob er Grundwehrdiener sein möchte oder Zivildiener sein möchte, dann wird er wahrscheinlich auch daran Maß anlegen und dann wird es darum gehen, dass das dann reformierte Bundesheer auch für alle Grundwehrdiener sinnvolle Tätigkeiten bietet und dass der dann noch immer vorhandene Zivildienst diese sozialen Leistungen möglich macht, die er im Bundesland Niederösterreich auch immer tut. Da wird Geld vergeudet seitens des Verteidigungsministers durch diese Planspiele, aber dort, wo es wichtig wäre zu investieren, wo es nicht nur wichtig wäre, wo es auch schon versprochen wurde, durch den Verteidigungsminister zu investieren, wie etwa am Kasernenstandort Melk, dort passiert gar nichts. Da werden Spielchen in die Luft geblasen, da wird präsentiert, die eine oder andere Einheit, auch am Standort Melk, wird so oder so umgebaut, aber dass dort am Standort Melk nach wie vor teures Gerät, mit Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler angeschafftes teures Gerät, Wind und Wetter ausgesetzt ist, der Witterung ausgesetzt ist, weil nicht einmal ausreichend Gebäude in der Kaserne Melk vorhanden sind, um dieses Gerät unterzubringen, das spottet jeder Beschreibung und darum kümmert sich der Verteidigungsminister nicht. Wir geben mit dieser Aktuellen Stunde der SPÖ Niederösterreich die Gelegenheit, klar Position zu beziehen. Ja, Position zu beziehen für die Spielchen des Verteidigungsministers oder für das Bundesland Niederösterreich und die Interessen des Bundeslandes Niederösterreich. Wir geben der SPÖ Niederösterreich die Gelegenheit, Position zu beziehen und Stellung zu beziehen, ob die wirklich grausen und total fehlgeleiteten Strategien ihrer Bundespartei wichtiger sind oder ob die Sicherheit, ob der Katastrophenschutz, ob die sozialen Dienste auch in Niederösterreich wichtiger sind. Und um noch einmal aufzuzeigen, wie absurd die Strategien, die die Bundes-SPÖ hier entwickelt hat, bis dato unter Beteiligung der SPÖ Niederösterreich hier entwickelt hat, sind, stelle ich nur dar, was geschrieben steht in dem Buch Soldat 2011. Das Buch war bis vor wenigen Tagen aktuell. Und dort schreibt der Verteidigungsminister persönlich, nicht irgendjemand, sondern der Verteidigungsminister persönlich, wörtlich, die allgemeine Wehrpflicht ist der entscheidende Faktor zur kontinuierlichen Sicherstellung jenes Personals, das die Abdeckung des gesamten Leistungsspektrums des Bundesheeres gewährleistet. Und
was am deutlichsten aussagt, wie absurd der Schwenk der SPÖ war, ist der Satz, die allgemeine Wehrpflicht ist ein Garant für die Sicherheit und Stabilität Österreichs. Was hat sich geändert, seitdem Bundesminister Tarabosch diese Zeilen geschrieben hat? Vielleicht kann uns das heute jemand von der SPÖ Niederösterreich beantworten. Wenn das niemand beantworten kann, dann sollte die SPÖ Niederösterreich heute auch klare Stellung beziehen für Niederösterreich und damit auch gegen den Verteidigungsminister auf der Bundesebene. Um den Kolleginnen und Kollegen von der SPÖ die Entscheidung heute richtig Stellung zu beziehen, zu erleichtern, weise ich nur darauf hin, dass auch an der Basis der SPÖ, auch seitens der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die die SPÖ stellt, der Wehrdienst und der Zivildienst wirklich geschätzt werden. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, auch die von der SPÖ gestellt werden, wissen, zumindest die meisten von ihnen, was sie an Wehrdienst und Zivildienst haben. Ich erinnere nur, es liegt erst letzte Woche zurück, an den Neujahrsempfang in der Kaserne 12 Axing. Kollege Ratsporzahn war mit dabei. Ja, da waren die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die die SPÖ in unserer Region noch stellt, dabei und haben ja auch applaudiert, als es um die Leistungen des Bundesheeres gegangen ist, als es um die Leistungen in der Ausbildung der Grundwehrdiener am Kasernenstandort 12 Axing gegangen ist. Da war ein Bürgermeister Komarek aus Lanzendorf dabei, ein Bürgermeister Winkler aus Klein-Neusiedl, ein Bürgermeister Fazekas und Abgeordneter aus Schwechat, ein Bürgermeister Klein aus Himberg und eben auch der Kollege Ratsporzahn, nicht zu vergessen, vor allem die Bürgermeisterin Hofbauer aus Schwadorf. Sie alle stehen zu Wehrdienst und Zivildienst, zumindest ist das mir so erschienen bei diesem Neujahrsempfang in der Kaserne 12 Axing. Und Sie wollen heute abgehoben im Landtag anders entscheiden, als es Ihre Bürgermeisterinnen und Bürgermeister an der Basis sehen, weil Sie wissen, was es für Sicherheit und soziale Dienste bedeutet, dass es Wehrdienst und Zivildienst gibt. Überlegen Sie sich gut, wie Sie sich heute entscheiden, ob Sie überhaupt die vertreten, die Sie zu vertreten haben. Nicht nur die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sehen das so, wie ich das gerade erläutert habe. Auch eine große Mehrheit der Bevölkerung, ja, auch der jugendlichen Bevölkerung sieht das so, dass sicher unverdächtige Institut für Freizeit- und Tourismusforschung, das von Ihrem Landeshauptmann Stellvertreter so gerne zitiert wird, stellt fest, dass 82% der 15- bis 29-Jährigen und sogar 90% der Gesamtbevölkerung zu Wehrdienst und Zivildienst stehen, sehen einen Dienst der Jugend für die Allgemeinheit als wichtig an. Also bleiben Sie nicht auf dem Holzweg, auf den Sie Ihre eigene Bundespartei gebracht hat, das ist im Interesse Niederösterreichs. Wir haben unsere Arbeit gemacht und haben uns Vergleichswerte angeschaut. Vergleichswerte nämlich mit jenem europäischen Land, wo erst kürzlich der Wehrdienst abgeschafft wurde und damit der Zivildienst ganz arg in Mitleidenschaft gezogen wurde. Wir haben uns das Beispiel Bayern in der Bundesrepublik Deutschland angeschaut. Wir haben beide Seiten beleuchtet. Wir haben sowohl den Oberst Hämmerle, einen erfahrenen Militärexperten, als auch den Landesgeschäftsführer Stärk, der an der Spitze des Roten Kreuzes in Bayern steht, angehört, haben intensiv diskutiert, haben auch die Studien zur Kenntnis genommen, die dort gemacht worden sind. Und siehe da, auch in Bayern gibt es zu wenige Soldatinnen und Soldaten seit Abschaffung des allgemeinen Wehrdienstes, wird die sogenannte Durchhalte- und Funktionsfähigkeit eingeschränkt, die Katastrophenhilfe leidet. Führen Sie sich das vor Augen, meine Damen und Herren. Wir sind hier nicht in einer Großstadt wie Wien. Wir sind in einem Flächenbundesland wie Niederösterreich und wir haben wahrlich genug Katastrophen schon erlebt, um zu wissen, wie wichtig es ist, ein schnell einsatzbereites Bundesheer zu haben, wenn die Katastrophe da ist. Und die kündigt sich halt mal nicht an von einem Tag auf den anderen, sondern die ist dann da, wenn sie da ist und dann wird das Bundesheer gebraucht. In Niederösterreich zum Vergleich werden alljährlich 2.500 Zivildiener gebraucht und in Niederösterreich würde ein Wegfallen dieser 2.500 Zivildiener allein im Rettungswesen, wo nur 60% dieser Zivildiener tätig sind, allein im Rettungswesen 35 Millionen Euro kosten, müsste man diese Zivildiener mit Hauptamtlichen ersetzen. Und dabei ist noch gar nicht berücksichtigt, dass aus dem Zivildienst viele freiwillig
im Rettungswesen bleiben. Wenn die auch noch wegfallen, dann kostet das 50 Millionen Euro, meine Damen und Herren. Nicht in einer Landtagsperiode, sondern pro Jahr. Das sind 250 Millionen Euro in einer Landtagsperiode, die Sie den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern aufbürden, wenn Sie weiter Wehrdienst und Zivildienst in Frage stellen oder gar auflösen wollen. Im Vorfeld der heutigen Landtagssitzung ist ja auch zur Sprache gekommen seitens des Clubobmanns Leichtfried von der SPÖ, dass angeblich Wehrdienst und Zivildienst nicht zusammen diskutiert werden könnten. Ich sage, liebe Kolleginnen und Kollegen, alles andere als Wehrdienst und Zivildienst zusammen zu diskutieren, ist extrem unseriös. Wehrdienst und Zivildienst gehören deshalb zusammen, weil die Genfer Menschenrechtskonvention festlegt, dass es einen Zivildienst nur geben kann, wenn es auch einen allgemeinen Wehrdienst gibt. Und ehrlich gesagt, wenn ich mich da entscheiden muss, ob ich dem Clubobmann Leichtfried vertraue, wenn er sagt, aus parteipolitischen Motiven halten wir das lieber auseinander, oder ob ich auf die Genfer Menschenrechtskonvention, die weltweit Gültigkeit hat, schaue, dann weiß ich, bei der Genfer Menschenrechtskonvention bin ich richtig aufgehoben, dann weiß ich, wir müssen Wehrdienst und Zivildienst zusammen diskutieren im Interesse Niederösterreichs. Und noch ein Wort. Und noch ein Wort vorweggenommen der möglichen heutigen Wortmeldung des Emmerich Weiderbauer, der schon einige Male hier im Landtag zu vergleichbaren Themen gesprochen hat, der auch Zivildiener war, was, und das möchte ich wirklich auch klipp und klar zu Protokoll geben, nicht mehr oder weniger Bedeutung hat, als Grundwehrdiener zu sein. Es ist reine Ideologie, eine Wertigkeit zu treffen zwischen Grundwehrdienst und Zivildienst. Das haben wirklich nicht wir als Politikerinnen und Politiker zu entscheiden, sondern das haben die jungen Menschen zu entscheiden, die gerufen sind, berufen sind, ja, einberufen sind zu Wehrdienst und Zivildienst. Die haben zu entscheiden, ob sie lieber die eine Tätigkeit oder die andere Tätigkeit machen wollen. Beide Tätigkeitsfelder sind sehr, sehr wichtig für die Allgemeinheit. Und wenn ich gesagt habe, das Bundesheer gehört reformiert und ich weiß, dass viele Tätigkeiten von Soldatinnen und Soldaten noch zielgerichteter und sinnvoller gestaltet werden können, ja, dann gilt das tatsächlich. Wenn ich zurückdenke an meine Bundesheerzeit, ja, da gab es viele Zeiten, die Wartezeiten waren, von einer Übung zur anderen, von einer Aktivität zur nächsten. Es ist auch selbstverständlich, dass das immer so sein wird, auch in einem reformierten Bundesheer, dass es da und dort Wartezeiten gibt. Aber sie können verringert werden. Und mein Vorgesetzter beim Bundesheer, der erst vor wenigen Tagen leider verstorben ist, den halte ich in Ehren, weil der hat auch darauf geachtet, dass diese Wartezeiten nicht allzu viel sind. Und genauso muss im Großen reformiert werden, damit es nicht allzu viele Wartezeiten gibt. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPÖ, ist es euch lieber, dass da und dort Grundwehrdiener eine Wartezeit abwarten müssen, absolvieren müssen, oder ist es euch lieber, dass irgendwo vor ihren Häusern in Niederösterreich Patientinnen und Patienten, alte Menschen sitzen und warten, weil ihr Rettungstransport nicht kommt, weil es zu wenige Zivildiener gibt? Diese Entscheidung ist doch so einfach zu treffen. Ich bitte euch, diese Entscheidung richtig zu treffen, im Interesse unserer niederösterreichischen Landsleute und die jungen Menschen entscheiden zu lassen, ob sie sich lieber dem Wehrdienst zuwenden oder dem Zivildienst.